Hallo ihr Lieben, ja, ich versuch's nochmal in Deutsch und ich hoffe, es kommt gut an. Wenn ihr einige Dinge nicht versteht, ihr wisst, wie es geht. Schreibt was in die unterhalb diesem Video, schreibt meine Nachricht, lasst mich wissen, was nicht so klar ist. So, wir sind immer noch am Ende oder noch nicht am Ende von fast 2 Monaten. Wir sagen in Englisch Lockdown. So, wir sind seit Mitte März in Lima und es ist immer noch alles geschlossen und wir können noch nicht nach Hause. Wir haben diese Zeit genutzt, wie ihr wahrscheinlich auch, um nach innen zu gehen. So der Verschluss nach innen, nicht nach außen. Und wir haben natürlich viel an euch gedacht. Was können wir wirklich in die Welt bringen? Was für Art von Instrumente können wir sein, um euer neues Leben danach, Covid-19, wirklich das Beste, das es je war, zu machen? So, in dieser Zeit der Meditation und der Verbindung kamen wir mit einer neuen Produktion. Ja, wir machen immer noch private Dinge, die hauptsächlich entweder mit Einzelpersonen sind oder für ein Paar. Und das sind meistens Reisen, also Reisen zu dir selbst, transpersonale Reisen. So Reisen, die hinter dich gehen, die gehen in deine Verbindung mit dir selbst, mit deiner Welt, mit der Natur, mit dem Heiligen. Und die sind sehr, sehr individuell. Das ist im Moment auch schon auf unserer Homepage, aber nur in Englisch. Kommt auch in Deutsch. Wir machen nicht so viele, weil es braucht sehr viel Fokus für uns, dass wir jedem, der da ist in diesen Journeys, in diesen Reisen, dass wir da wirklich voll präsent sein dürfen. So, das ist das eine. So, wir nennen das unser Portfolio. Eins sind die individuellen oder die privaten transpersonellen Reisen. Und das sehr Interessante und das, was uns wirklich fasziniert im Moment, sind unsere Vitalnomics-Produktionen. So, für viele Jahre Economics und Wirtschaft, Volkswirtschaft war für mich eigentlich sehr, sehr komisch und ich konnte das nie akzeptieren. Und ich habe die Welt immer sehr kritisch gesehen. Nicht negativ kritisch, sondern ich habe immer viele Fragen gestellt. Warum muss das so sein? Könnte auch anders sein. Ich habe sehr viel auch Volkswirtschaft studiert, so ich weiß, dass eigentlich wir verstanden Adam Smith nicht richtig. Und irgendwann ging die Wirtschaft einen Weg, der nicht positiv ist für die Menschheit, sondern der positiv ist für Kontrolle und solche Dinge. Aber das ist jetzt egal. So, ich habe jetzt diese Situation als Möglichkeit genommen, Vitalnomics vorzustellen. So für mich wichtiger als die Administration von Dingen, die zu wenig sind, und Angst und Trennung. Ich hab das ausgewechselt mit Vitalität. So, ich fühle, es wäre schöner, wenn wir alle in einer Welt leben würden, wo wir alle Leben geben, zu allem, zu der Natur, zu uns selbst, miteinander und füreinander, wenn ihr so das sagen möchtet. So, wir gucken an die Quelle der Dinge und nicht die begrenzten Einheiten. Resource in Deutsch kann ich im Moment nicht finden, aber vielleicht ihr wisst das. So, wir gucken an das Bewusstsein als Gemeinschaft und nicht an Ego und Selbstinteresse bei jeder Transaktion.
Wir schauen uns an, dass man transparent ist und offen und nicht an versteckte Agendas. Wir gucken an Liebe und nicht an Angst. Wir sind für Verbundenheit und Einssein und nicht für nur Menschenentwicklung, Weiterentwicklung nur für Menschen und für Technologie, aber nicht für die Natur. So, wir brauchen die Natur, aber die Natur braucht uns wirklich nicht. So, diese Art von neue Wirtschaft hat Samen, nicht Prinzipien. Der Unterschied zwischen Prinzipien und Samen, Prinzipien ist, was du dir aussuchst, was du folgst. So, ich habe ein Prinzip von Fluss, dass alles im Fluss ist, und dann folge ich diesem Prinzip. Wir nehmen den Ansatz der Samen. So, es ist für uns schön, wenn wir Samen haben, die wir selbst wachsen lassen können, um die wir uns selbst kümmern. Und die Samen in Vitalnomics, die haben zu tun mit drei Geschenken und den eigentlichen Samen. Aber die Geschenke sind natürlich auch Samen. Das eine nenne ich die Beziehungsintegrität. Ich suche immer interessante Worte, so bitte vergebt mir, aber bleibt einen Moment hier, ich erkläre. So, alles hat mit Beziehung zu tun. Die Beziehung mit uns selbst, die Beziehung mit unseren Geliebten, die Beziehung mit unserer Familie, die Beziehung zu unserem Körper, die Beziehung zu unserer Arbeit, die Beziehung zu den Elementen, die Beziehung zu der Natur, die Beziehung zum Heiligen. So, wenn diese Beziehung in Integrität ist, dann heißt es, dass wir miteinander ehrlich sein dürfen, dass wir offen sind, dass wir keine Erwartungen haben, keine Voreingenommenheiten haben, keine Verurteilung, keine Beurteilung, sondern dass wir miteinander umgehen in Liebe und in Wahrheit. Das andere, was wichtig ist als das Geschenk, ist die Vergebung. Wenn wir miteinander zu tun haben und wir sind voll mit Schuldgefühlen und wir fühlen uns nicht gut genug und wir halten an Dinge fest, die schon lange vorbei sind, dann ist es sehr schwer, in diesem Vitalnomics zu sein. So, der Samen der Vergebung, das Geschenk der Vergebung, ist ein großer und wichtiger Teil. Und natürlich, wir helfen dir, um diese Vergebung zu erfahren. Mit der Vergebung kommt man zu diesem Nichtsein, aber zum gleichen Zeit auch zu unserer Fülle. So, wenn wir frei sind von aller Schuld, Beschuldigung, Beurteilung, Verurteilung, die von uns selbst kommt oder von außen, dann sind wir frei. Und wenn wir frei sind, können wir das dritte Geschenk erfahren, und das ist, ui, Kompassion, das ist mehr wie Empathie. Davon spricht die Buddhisten, der Dalai Lama und viele andere. So, diese Empathie heißt eigentlich, dass ich keine Verurteilung habe für irgendjemand anders, dass ich alles akzeptieren kann. Das heißt nicht, dass ich allem folge. Das heißt nicht, dass ich alles als Wahrheit ansehe. Aber ich kann es akzeptieren und ich verstehe vielleicht eine Mischung zwischen Verständnis und Empathie. Ich kann es verstehen, weil alles, was Menschen tun und wie sie sich ausdrücken, hat damit zu tun, wie sie ihre Welt ansehen. So, ich kann niemand verurteilen, der nie Liebe erfahren hat, dass er nicht liebevoll ist in seinem Leben. Ja? So, ich hoffe, das macht ein bisschen Sinn. So, und dadurch kann man
Platz machen für einander und für die Natur, für das Universum. Und die eigentlichen Samen sind die Wahrheit, die, jetzt wird es ein bisschen schwer, dass man immer ehrlich ist, Ehrlichkeit, die Dankbarkeit, die Großzügigkeit und natürlich die Vitalität. So stellt euch vor, wir pflanzen diese Samen in uns. Und stellt euch vor, so funktioniert eine Wirtschaft. Ich lasse die Wirtschaft, weil in Deutsch ist nicht genau das gleiche wie Economics. So, es ist eine Art des Austausches, eine Art des Kreieren, eine Art des Teilen miteinander, unterstützen, konstruieren, kollaborieren. Und es kommt immer von der unendlichen Quelle. In dir, aber natürlich auch im Ganzen. So, das ist die Idee, dass wir diese Samen pflanzen können, um Leben zu geben in Aini. Aini ist ein Quechua-Wort von den Wort von den Inkas und es bedeutet die heilige, der heilige Ausgleich zwischen Geben und Nehmen. Es geht natürlich ein bisschen tiefer, aber ihr habt so ein bisschen Idee. So diese Vitalnomics-Produktionen, die wir haben, sind Aini. Die kommen in Aini. So du kriegst was von uns, diese Produktionen, und du gibst uns was zurück. Wir haben keinen Preistag daran oder wir haben keine Erwartungen, sondern wir teilen einfach mit dir. So, wir geben was und du gibst uns was. Einfach so. Es ist der Austausch des Gebens und Nehmens. Und was wichtig ist in Aini, dass man den Fluss erhält. So, wenn der Fluss unterbrochen wird, dann funktioniert das nicht. Nicht nur mit unseren Produktionen, sondern generell. So, jetzt habe ich euch ganz viel erzählt von neuer Wirtschaft und warum das für uns wichtig ist. So, es ist, geht darum, dass wir wirklich eine neue Art von Leben generieren schaffen und dass wir einen Ausgleich machen zwischen unserem Herzen und deinem und dann von deinem Herzen zu unserem. So, ich hoffe, das macht ein bisschen Sinn. So, jetzt wird es natürlich mehr interessant, was sind diese Produktionen? So, wir haben zwei Produktionen, die auch Klassen haben oder Fragen haben, die du an uns entweder zurückführen kannst, auf WhatsApp oder auf Telegram, mit Stimme oder Schreiben. Und wir sagen dir dann auch, was wir dazu fühlen. Oder du kannst das einfach wie eine Selbststudie machen. Und der letzte Teil der Vitalnomics-Produktionen, das ist eine, wie eine Bibliothek. So, ich erzähle euch kurz, was darin ist. So, die erste Welt, das Portal zur ersten Welt, sind Geschichten und Geistesmedizin. Und was das bedeutet, ist, dass man Geschenke und Schätze und Medizin von Geistestieren, von heiliger Sprache und von der Weisheit der Ureinwohner, ich weiß nicht genau, ob das das richtige Wort ist, also Inka, Kahuna in Hawaii, Aboriginals, Toltec, alle verschiedenen, mit denen wir arbeiten. Logisch, ich kann nicht mit Dingen arbeiten, was ich nicht verstehe. So, und diese Tiere oder Geschichten, diese Tiere oder Sprache oder Weisheiten, die kriegen eine Geschichte und die kriegen 3 bis 4 Lektionen oder Klassen, indem ihr selber rausfinden könnt, was bedeutet das für mich und wie kann ich das in mein Leben bringen. So, die erste Serie
ist eine Serie, die heißt In sich selber rein fühlen und in der Welt leuchten. So, hier, wie gesagt, das sind Geschichten von Geistestieren und die drei Geschenke und Medizin, die wir uns bringen. Und dann in den Klassen kannst du herausfinden, wie das für dich funktioniert. Also jeder hat seine eigene Erfahrung. Es ist nichts gleich, weil wir sind ja alle anders. Aber was gleich ist, dass wir alle die Medizin und die Geschenke und die Schätze erhalten. So, im Moment haben wir in Englisch den Kolibri und den Tuatara, eine Art von Drache, der jetzt noch lebt in Neuseeland. Aber ich bin dran, dass das in Deutsch kommt und Ceci macht es dann auch in Spanisch. So, wir werden es in den Sprachen machen, die uns zur Verfügung stehen. Was dann weiter produziert wird, wird das Faultier, die Giraffe, die Königin von den Bienen, Bienenkönigin, der Delfin, die Libelle und der Phönix. Phönix, ihr kennt vielleicht dieses mystische, der mystische Vogel, der in sich selber verbrennt und dann wieder aufsteht. So, das ist ein Teil. Und wie gesagt, wir sind voll in Produktion und ich hoffe, dass die erste deutsche Ausführung von dem Kolibri vielleicht bis Ende nächstes Woche fertig ist. So, wenn ihr interessiert seid, sagt mir Bescheid und ich reserviere die ersten für euch. Der zweite Teil von diesen Audioserien ist ein Führer in dich selbst. Ein Führer, der dir Einsichten bringt, die von innen kommen. Und das ist so, dass da ist zuerst eine Geschichte und nach der Geschichte kommen dann verschiedene wie kleine Minibücher, wirklich Minibücher mit kleinen Reisen, so dass du nicht länger wie vielleicht 20 Minuten etwas anhörst und dann hast du Fragen, die du dann für dich selber beantworten kannst oder die du wieder zurückführst an uns und wir helfen dir, um das besser zu verstehen und für dich den nächsten Schritt zu gehen. So, was wir im Moment dran arbeiten, das ist das Heilige Herz geöffnet. Vielleicht, ich finde ein besseres deutsches Wort, aber ihr habt ein bisschen die Idee. Und das geht um das Leben, das erwachte Leben in Orakati. Orakati ist ein Name, den ich bekommen habe für die Quantumwelt des goldenen Lichtes. Und das erste ist eine Geschichte, wo ich euch erzähle, wie es eigentlich dazu kam. Und dann sind drei Geschichten, Inside Guides, innere Führer, die schon in Vorbereitung sind. Eines ist, wie man Liebe vibrieren kann durch Wahl und Sprache. Das zweite ist, wie man vergeben kann und die Dankbarkeit und die Empathie ausstrahlen kann. Und das dritte ist, wie man sich verbinden kann mit der Quelle. Und das geht darum, dass man aus der Zeit der Trennung zurückführt in die Zeit der Verbindung. So, ich weiß, es ist nicht immer so einfach für mich in Deutsch, aber ich finde meinen Weg und ich bin sehr dankbar, wenn ihr mich ein bisschen unterstützt, weil ich denke, auch wenn mein Deutsch nicht perfekt ist, ich denke, es ist ein Wert für dich und für mich, wenn wir diese Dinge gemeinsam kreieren. Und ich möchte nicht nur den Leuten, die Englisch sprechen, diese Geschenke, die zu mir kommen, möchte ich nicht nur mit Englisch sprechenden Leuten teilen. So, ich hoffe, wir kriegen das irgendwie hin. So, der dritte Teil von Walter Nomics Productions
sind unsere wie eine Bibliothek. Und in dieser Bibliothek findet ihr unsere Klänge, die wir haben, unsere Klangmeditationsreisen und auch Bewegung und Atem. So vieles ist schon da und viele neue Sachen werden wir jetzt auch noch kreieren. Und das ist entweder zur Unterstützung von den anderen zwei, also zu der Geistes- und Geschichte, Medizin und zu den Führern zu sich selbst. Oder man kann es einfach halt so genießen. So, das ist das Große, was zu uns kam in dieser Zeit, wo wir nicht nach Hause konnten und auch nicht nach draußen konnten, wo wir in einer Weise eingesperrt sind und wirklich in uns selbst gehen durften. Wir fühlen, wir sind Instrumente für diese Veränderung, für die neue Welt. Und wir teilen gerne, was wir haben, sodass wir alle in diesen Ausgleich kommen und sodass wir alle unseren Teil geben dürfen zu dieser neuen Welt. So, wenn das für dich resoniert, du weißt, wie es geht. Und wir freuen uns, wenn du bei uns bist und mit uns bist und mit uns diese Dinge austeilst. So, das ist generell, wo wir im Moment sind. So wie sich jetzt die Dinge entwickeln, wir haben die erste Runde von den Kolibris in Englisch. Aber wenn die jetzt fertig sind, dann gucken wir uns gemeinsam an, als die Leute, die das eben fertig haben, ob die Klassen weitermachen möchten und dorthin tiefer gehen möchten. Vielleicht einige möchten auch privat gehen und diese transpersonellen Reisen machen. Wir sind einfach jetzt offen. Wir sind nicht irgendwie von irgendwas abhängig, sondern wir fühlen, dass das eigentlich jetzt das Wichtigste ist von unserem Teilen mit der Welt. Wir fühlen, wir sind Instrumente für das. So, ich hoffe, das macht Sinn. Unsere Retreats werden zurückkommen in ihrer Zeit, wenn man wieder reisen darf und natürlich, wenn wir wieder zu Hause sind. So, ich hoffe, das Teilen von mir hat heute euch auch ein bisschen Mut und Zuversicht gebracht und ich hoffe, dass die Samen, die ich heute gepflanzt habe, dass die sehr schön in euch wachsen, so wie ihr das möchtet. So wie es euch hilft auf eurer authentischen Reise zu euch selbst und in eine neue Welt. Wenn irgendwas nicht so gut verstanden ist, bitte fragt mich privat oder in Vital Shifting Tribe sind wir auf Facebook. Wir sind in Instagram, auch auf IGTV als Vital Shifters and Dreamers. Und wir sind auf YouTube. Und da wirst du das auch sehen und wir sind auch auf LinkedIn. So, wenn ihr noch nicht Teil von unserer YouTube-Familie seid, dann bitte macht das jetzt. Wir machen weiter Videos in Deutsch und auch sonst unterstützt uns halt überall. Und wir freuen uns wirklich auf diesen Vitalnomics-Ausgleich und diese Produktion, wenn die zu euch in Deutsch kommen. So für heute, alles Liebe. Von meinem Herzen zu euren Herzen, von Lima, Peru und wunderschöne Sonne heute, herbstliche Sonne. Und ich hoffe wirklich, dass ich ein bisschen Licht heute in euer Leben bringen durfte und hoffe, es geht euch richtig gut. So, bis bald.